Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Wie ihr seht, es ist nicht meine Küche, die ihr jetzt hier seht. Der ein oder andere kennt vielleicht auch die Küche. Ich bin nämlich heute zu Besuch bei der lieben Eva von dem YouTube-Kanal Evas Backparty. Wir backen heute zusammen. Es gibt insgesamt 2 Käsekuchen. Also auf ihrem Kanal findet ihr auch einen sehr leckeren Brownie-Käsekuchen. Und wir backen heute auf meinem Kanal einen Himbeer-Swirl-Käsekuchen. Wir starten jetzt mal los. Ich zeige euch jetzt die Zutaten. Und zwar beginnen wir jetzt erstmal damit, den Boden zu machen. Denn der Boden sollte dann auch noch etwa 30 Minuten im Kühlschrank stehen, bevor man die Käsemasse drauf gibt und das Ganze auch ausbackt. Ich habe jetzt hier stehen 150 Gramm Butterkekse. Hier könnt ihr sehr variabel sein. Ich habe jetzt hier die Vollkornvariante gewählt, weil die einfach auch sehr viel knackiger sind. Und ich persönlich finde sie vom Geschmack her sehr viel besser. Ihr könnt natürlich auch die normalen Butterkekse nehmen. Dann haben wir hier 85 Gramm Amarettinis und 110 Gramm zerlassene Butter. Wir zerkleinern jetzt als allererstes die Kekse und die Amarettinis. Ihr könnt das natürlich auch in einem Mixer machen, aber ich zeige euch jetzt heute die Variante, wenn ihr keinen Mixer habt, wie ihr das in einem Gefrierbeutel und ganz einfach mit einem Nudelholz machen könnt. Und zwar gebt ihr einfach, ich habe jetzt hier 2 Gefrierbeutel ineinander, einfach aus dem Grund, dass es auch sicher ist und mir nicht nach draußen bröselt. Und da gebe ich jetzt die Kekse einfach hinein. Ups. Dann verschließen wir es oben ein bisschen, einfach ein bisschen zudrehen, dass es jetzt gleich nicht rausstaubt. Und dann können wir einfach mit dem Nudelholz das Ganze ein bisschen zerkleinern. Die Kekskrümel geben wir jetzt zusammen mit der Butter in eine Schüssel und verrühren sie miteinander. Du hast jetzt absichtlich ein Stückchen drin gelassen, dass es ein bisschen crunchiger ist, oder? Genau. Ich habe absichtlich jetzt nicht ganz so klein gemacht. Ihr könnt das natürlich auch ganz klein zermahlen. Das ist das Schöne, wenn man es nämlich mit der Hand macht, dann kann man das so ein bisschen beeinflussen, wie wenn ich das jetzt mit dem Mixer mache, habe ich nachher ganz feine Brösel. Aber so ein bisschen crunchiger, dann ist es einfach auch im Teig her ein bisschen crunchiger. Und es ist auch ein ziemlich schneller Keksteig einfach, den kann man eigentlich fast alle Käsekuchen verwenden. Oh, ich liebe ja so Böden. Ich meine, guten Mürbeteig, den hast du auch ganz schnell gerührt. Den 1, 2, 3 Mürbeteig könnte man auch machen. Aber ich finde durch die, gerade jetzt hier bei dem Teig mit den Amarettinis und dem Käsekuchen und wo nachher ja auch so ein bisschen Orange reingehört, ist das mit Sicherheit eine ganz, ganz leckere Sache. So, wenn ihr das Ganze ein bisschen verrührt habt, dann kommt das in eine Springform. Wir haben die Springform hier schon mal vorbereitet. Ich backe heute in einer 24 cm Springform. Den Boden haben wir mit Backpapier versehen. Am Rand habe ich ein bisschen ausgeölt. Da könnt ihr Butter, Margarine oder auch Backbrennspray nehmen, was ihr natürlich möchtet. Da geben wir jetzt die Brösel hinein, drücken das Ganze ein bisschen fest und stellen dann den Boden, damit die Butter, weil die einfach jetzt warm und weich ist, die muss wieder feste werden. So wandert das Ganze etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Den Boden haben wir jetzt in den Kühlschrank gegeben. Dort kann die Butter jetzt noch mal richtig schön fest werden. Und in der Zwischenzeit bereiten wir die Käsecreme zu. Und dazu zeigen wir euch jetzt die Zutaten. Und zwar als erstes brauchen wir 5 Eier der Größe M. 300 Gramm Frischkäse. Da empfiehlt sich nicht diese fettreduzierte Variante zu nehmen, sondern einen, der Fett enthält. Dann brauchen wir 550 Gramm Magerquark. 200 Gramm Zucker. 2 Päckchen Vanillezucker, 40 Gramm Speisestärke. Dann brauchen wir etwas Orangenschalenabrieb und auch 2 Esslöffel von dem Saft. Und dann haben wir hier noch Himbeeren, das waren 250 Gramm Himbeeren, die haben wir schon mal püriert. Wir haben jetzt hier Tiefkühlhimbeeren genommen, die wir jetzt einfach in der Mikrowelle aufgetaut haben, haben die jetzt püriert.
Die geben wir jetzt auf den Herd. Da geben wir jetzt noch einen Teelöffel von der Speisestärke dazu und lassen das Ganze aufkochen, dass wir jetzt einfach so einen Sirup, so einen Himbeersirup erhalten. Wir rühren jetzt die Käsecreme. Das Püree haben wir ja jetzt eben gekocht. Das darf noch ein bisschen abkühlen. Und dazu geben wir jetzt einfach die Zutaten hier in unseren Mixtopf. Ich darf ja heute auch die KitchenAid von der lieben Eva mitverwenden. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Handrührgerät machen. Ich gebe jetzt als erstes hier den Magerquark rein. Den Frischkäse, und dann lasse ich das Ganze schon erstmal ein bisschen cremig rühren, bevor wir dann die übrigen Zutaten zugeben. Ich habe jetzt meinen Quark etwa eine Minute jetzt cremig rühren lassen. Ich lasse jetzt den Zucker und den Vanillezucker reinrieseln und dann lassen wir das Ganze noch mal 3 Minuten schlagen, sodass einfach der Zucker eine Möglichkeit hat, sich aufzulösen. Meine Käsecreme, die ist richtig schön cremig. Ich zeige sie euch mal. Der Zucker hat sich auch richtig schön aufgelöst. Wir geben jetzt hier noch die Orangenschale, die reibe ich jetzt rein, und den Orangensaft. Den kannst du mir vielleicht dann gleich auspressen. Ja. Da haben wir jetzt auch eine Bio-Orange verwendet, ne? Weil die. Stimmt, habe ich gar nicht erwähnt. Natürlich ist es hier wichtig, dass ihr hier Bio-Orangen verwendet. Da müsst ihr einfach darauf achten beim Kaufen, dass ihr die Schale mit verzehren dürft. Denn normale Orangen, die sind gewachst und macht sich im Lebensmittel vielleicht nicht ganz so gut. So. Ich habe jetzt hier ungefähr einen Teelöffel hier drin. Ich esse auch gern so einfach Orangensaft. Ich fresse mir so gerne ein bisschen Orangensaft aus. Gerade im Sommer, wenn es warm ist. Ja, lecker. Also ich muss auch sagen, egal auch ob im Sommer oder im Winter, bevor ich eine Orange esse, presse ich sie mir lieber aus und trinke sie. Ja. So, ich gebe jetzt hier per Augenmaß ungefähr 2 Esslöffel rein. Und dann geben wir noch die Eier dazu. Lassen das Ganze noch mal verrühren und ganz zum Schluss heben wir noch die Speisestärke unter. Hier, das ist die falsche Seite. Bei mir steht die anders. Aber ich greife auch immer falsch an. Käseteig, der ist jetzt fertig gerührt und es riecht schon total nach Orange und nach Käsekuchen. Ich freue mich schon, wenn wir den nachher aufessen dürfen. Aber wir sieben jetzt erst noch die Speisestärke dazu. Bitte sieben, damit keine Klümpchen entstehen, und tun sie dann mit einem Teigschaber unterheben. Ich habe jetzt die Speisestärke untergehoben und den Boden haben wir auch schon aus dem Kühlschrank geholt. Da geben wir jetzt die Hälfte drauf. Dann geben wir ein bisschen was von dem Himbeerpüree oben drauf und verswirren das einfach ein bisschen, dass wir einen Marmoreten-Effekt haben. Ich mache jetzt, wie ich gesagt habe, erstmal die Hälfte, dass in der Mitte nämlich auch ein Himbeerpüree ist und nicht nur oben drauf. Und da geben wir jetzt die Hälfte Himbeerpüree. Ja, kommst du ungefähr die Hälfte. Und in die so in Klecksweise, mach so Klecksweise, genau.
dann marmorieren wir das. Das funktioniert am besten mit einer Gabel. Ähnlich wie bei einem Marmorkuchen, einfach ganz leicht ein bisschen durchmarmorieren. Und das sieht dann auch richtig hübsch aus, später, wenn man das dann anschneidet. Mhm. Jetzt geben wir den restlichen Teig vorsichtig oben drauf. Geben wir jetzt noch das restliche Himbeerpüree drauf, auch einfach so klecksweise. Wir haben jetzt übrigens die Kerne drin gelassen. Wenn euch die Kerne bei den Himbeeren stören, könnt ihr sie natürlich auch raussieben. So, dann sind wir auch schon gleich fertig. Dann kann der Kuchen in den Ofen. Und zwar wird er gebacken bei 175 Grad, etwa 60 Minuten, 175 Grad Ober-Unterhitze. Mein Kuchen, der ist jetzt fertig gebacken und wir haben ihn jetzt auch auskühlen lassen. Ich kann euch nur allerdings den Tipp geben, wenn ihr einen Käsekuchen backt, lasst ihn im Ofen auskühlen, denn wenn ihr ihn gebacken frisch aus dem Ofen nehmt, ist einfach die Temperaturschwankung viel zu hoch und er fällt euch ganz extrem unter Umständen zusammen. Deswegen, wir haben ihn jetzt 2 Stunden im Ofen auskühlen lassen und wir geben ihn jetzt auf die Tortenplatte um und dann können wir ihn auch schon endlich mal anschneiden und gucken, wie er schmeckt. Und der riecht auch schon so richtig lecker nach Himbeer und nach Orange. Ihr könnt natürlich hier auch alle anderen Früchte nehmen. Es ist jetzt kein Muss, dass ihr Himbeeren nehmt. Ich könnte ihn mir auch super mit Kirschen oder mit Erdbeeren, wenn jetzt die Erdbeerzeit anfängt, vorstellen. Und oder auch mit Stachelbeeren ist der mit Sicherheit auch sehr, sehr lecker. Oder Heidelbeeren. Oder Heidelbeeren, ja. So. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ihn natürlich auch noch ein bisschen dekorieren. Wir haben zwar jetzt vorgesehen, ihn mit Himbeeren zu dekorieren, haben uns aber ganz spontan entschlossen, dass wir es lassen, weil er einfach so an sich schon optisch, finden wir, richtig was hermacht und eigentlich eine Deko ein bisschen drauf untergeht. Das könnt ihr natürlich auch so machen, wie ihr das gerne möchtet. Ich freue mich, dass ihr bei mir eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ich heute bei dir, liebe Eva, zu Besuch sein darf und wir zusammen gebacken haben. Es war sehr, sehr lustig gewesen. Wir schneiden jetzt noch die Kuchen an. Lassen Sie uns auf jeden Fall schmecken. Wir freuen uns auch schon riesig drauf und auch der Kameramann hat schon ein ganz breites Lächeln im Gesicht. Und ich verlinke euch auf jeden Fall Evas Kuchen in die Infobox, beziehungsweise verlinke ich ihn euch auch hier irgendwo, denn den Brownie-Käsekuchen müsst ihr euch auch unbedingt auf ihrem Kanal angucken. Und klickt auf jeden Fall bei Eva mal vorbei, denn sie macht immer so tolle Kuchen, die ich immer wieder mit Begeisterung auch schaue, ganz ehrlich. Und ihr müsst da auf jeden Fall mal reinklicken. Hinterlasst mir gerne ein Däumchen, besucht mir die Eva, hinterlasst ihr ein Abo und dann freue ich mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Du kannst das dann gleich mit der Orange machen. Ja, schon. Okay, jetzt, ich glaube, jetzt habe ich Käse im Gesicht. Nein. So, ich sage immer so, das ist blöd. Mein Käsekuchen, der ist jetzt fertig ausgekühlt. Ich wollte gerade schon sagen, fertig gebacken. Nein, er war natürlich schon fertig gebacken. Wir haben ihn jetzt 2 Stunden im Ofen auskühlen lassen und geben ihn jetzt erstmal auf die Tortenplatte rum.